Hey ho, es geht weiter mit Let's Play Lufia. Beim letzten Mal haben wir uns in die Höhle nach Tarika begeben, um einen großen Schlüssel zu finden, den wohl die Monster irgendwie geklaut haben, benutzt haben. Man weiß es nicht. Jedenfalls ist die Tür verschlossen. Und die Fledermäuse haben Angst vor mir. Ha! Seht ihr? So mächtig bin ich. Die Fledermäuse haben Angst vor mir. Was bist du? Schalter für die Brücke. Will ich über die Brücke drüber oder will ich die Leiter hoch oder will ich die Leiter, die Treppe runter? Hier finden wir Kreuzspinnen. Schön. Ich mag Spinnen. Nicht und oh mein Gott. Das sind ganz schön brutale Spinnen. Heilen wir uns erstmal. Nicht, dass wir noch drauf gehen. Vielleicht hält uns drauf. Ich sollte dringend ein bisschen leveln. Ganz, ganz dringend. Stirb, Spinne. Au. Stirb, Spinne. Oh, oh Gott. Ganz dringend. Leveln. Ganz, ganz dringend. Am besten unserem lieben Helden gleich noch ein Kraftwasser reindrücken. So. Ich denke jetzt einfach mal, wir müssen weiter nach unten. Aha. Ich nehme an, ihr seid heil und Speicherpunkte. Speichern. Yay. Kommt jetzt ein Endboss? Ich hoffe nicht. Oh doch. Probieren wir es. Ich werde dir den Schlüssel für die Tür nicht geben. Niemals. Hallo, Echsenmann. Coole Musik übrigens. Ich gucke jetzt einfach mal, ob wir ihn platt kriegen oder... Oh Gott, kriegen wir nie im Leben platt. Der macht eher uns platt. Ich weiß ja nicht, ob sich das hier gerade so lohnt oder ob wir nicht einfach sterben sollten und dann ein bisschen leveln und es dann nochmal versuchen. Aber hauen wir einfach mal ein bisschen drauf. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch platt. Ich meine, wir haben ja einiges an Heilzeug. Und so viele HP hat er auch nicht. Stirb! Komm schon. Los, Maxim. Du bist doch ein Held. Jawohl. 100 Erfahrungspunkte. Das ist natürlich sehr schön. Und wir bekommen natürlich ein Level Up. Yay. Ha. Und den Schlüssel. Sehr gut. Toll. Hätten wir doch noch am besten Part machen können. Egal. Wie konnte der Echsenmann den Schlüssel stehlen? So schlau ist er doch gar nicht. Vor allem, warum hat er ihn gestohlen? Er hatte doch keinen Vorteil von dem Diebstahl. Unglaublich. Sowas ist noch nie zuvor passiert. Die Monster fangen an zu denken. Willst du den Grund wissen, Maxim? Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich kann die Zukunft sehen. Ich kenne deinen Namen und weiß genau, warum du hier bist. Wer bist du? Das ist nicht von Bedeutung. Willst du nicht lieber wissen, warum die Monster so stark sind? Ja, sag mir warum. Hast du die rote Lichtkugel vor einigen Tagen gesehen? Ja. Alles, was bisher geschehen ist, kann auf das Licht zurückgeführt werden. Ich kann nicht glauben, dass eine Lichtkugel so viel Macht besitzt. Ich verstehe deine Zweifel. Die Zeit hat begonnen, sich zu verändern. Selbst unscheinbare Dinge können für die Menschheit bald zu einer großen Bedrohung werden. Warum erzählst du mir das alles? Weil du die Kraft hast. Die Kraft, das Böse zu bekämpfen. Wer? Ich? Lädt ja sonst noch jemand, Junge? Ja, du. Augenblick mal, ich kämpfe zwar ganz ordentlich, aber so stark bin ich nun auch wieder nicht.
Erzähl mir mehr über die Lichtkugel. Ist sie ein dämonisches Wesen? Wenn ich es bekämpfen soll, dann muss ich doch wissen, mit wem oder was ich es zu tun habe. Du bist nicht alleine. In dieser Welt gibt es noch andere, die gegen diese böse Macht kämpfen können. Du bist dazu auserwählt, die Welt zu bereisen, die anderen Kämpfer zu finden und das Böse zu bekämpfen. Eine Reise kämpfen? Ja, denn als die Lichtkugel erschien, war dein Schicksal besiegelt. Bringt die Lichtkugel tatsächlich Unglück über die Menschheit? Habe ich wirklich die Macht dazu? Ich kann dir nicht mehr erzählen. Es liegt ganz bei dir, ob du mir glaubst oder nicht. Du entscheidest, ob du deine Reise antrittst. Warte noch. Mein Name ist Iris. Ich bin hier, um deine Zukunft zu sichern. Wir werden uns bald wieder treffen. Und ich kann dir nicht einfach hinterherrennen. Warum sollte ich auch? So. Jetzt laufen wir zurück. Wir haben zwar ein Fluchtzauber-Gedöns, aber ich würde sagen, das heben wir uns auf, bis wir es wirklich brauchen. Außerdem waren hier, glaube ich, noch irgendwo Räume, wo wir noch nicht drin waren. Und da möchte ich noch rein, weil vielleicht gibt es da noch irgendwas Tolles. Hier gibt es eh 50 tollen Wege. Ich habe mich schon im ersten Sand verlaufen, das ist unglaublich. Unglaublich unschön. Und diese Motten sind immer noch unglaublich stark. Ich würde sie gerne one-hitten. Bitte. Los, Maxim. Danke. Geht doch. Wunderbar. Und gleich nochmal. One-hitte die Motte. Hey. Braver Held. Treppe. Ich glaube, ich brauche einen Enterhaken. Wenn das hier Zelda wäre, bräuchte ich jetzt einen Enterhaken. Na gut, merken wir uns. Merken wir uns. Ich werde es vergessen. Merken wir uns. Merkt's euch. Vielleicht soll ich es mir aufschreiben. So. Motte! Stirb, Motte! Ich bin der Mottenkiller Maxim! Yay! So, hier lang? Ah, das war die andere Tür, okay. War da oben noch ein anderer Weg? Irgendwo war noch ein anderer Weg gewesen. Oder war das die Tür hier? Ich guck nochmal rein, nur so zur Sicherheit, dass wir auch nichts verpassen. Wir werden sowieso ganz viel verpassen, einfach weil es versteckt ist und ich es nicht sehe. Dann können wir zumindest... Nee, hier waren wir. Hier waren wir auf jeden Fall. Okay. Dann geht's hier zurück. Ich war hier irgendwo noch im Weg. Ich bin verwirrt. Das ist unglaublich. Aber egal, wir können ganz viele Monster killen unterwegs und dadurch ein bisschen aufleveln vielleicht. Und vor allem ein bisschen Geld sammeln, damit wir uns noch mehr Heilzeug kaufen können und vielleicht endlich mal ein paar Zauber. Ich möchte Zauber haben. Die sind bestimmt ganz toll. Waren wir da oben? Ich glaube, da oben waren wir. Ja, da oben waren wir. Bin mir relativ sicher. Und links oben waren wir auch. Bin ich mir auch relativ sicher. Yay! So, da waren wir auch. Hallo, Echse. Dich hau ich noch um. Tschu! Ach ja, ich habe ja den Schlüssel. Soll ich die Tür aufschließen oder soll ich den Schlüssel dem Typ geben? Hey Typ, willst du den Schlüssel haben? Was hältst du von dieser jungen Frau? Irgendwie komisch, oder? Das war nicht meine Frage. Schlüssel benutzt. Yay, ich will aber erst nochmal zurück ins Dorf. La-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da. Tschu, tschu. Ich möchte Zauber kaufen. Einfach, weil ich es kann. Denke ich mal. Wir sollten jetzt genug Geld haben. Ah, blob.
hatte im letzten Part echt Pech, dass hier am Anfang gleich so zwei Killermotten kamen. Unglaublich. So, erstmal schlafen wir. Es kostet schließlich nichts. Yay! Sehr schön. Es sollte in jeder Stadt kostenlose Hotels geben. Fände ich voll cool und so. Wäre richtig nett. Ja, schauen wir nochmal bei Tia vorbei. Hi. Maxim, dem Herrn sei Dank, du lebst. Ich hatte das seltsame Gefühl, dass etwas geschehen sei. Weswegen? Naja, ich hatte das Gefühl, dass du von hier weggehen würdest. Ich bin ein Dummchen. Es ist nichts, vergiss es. Was kann ich dir heute anbieten? Könnt ihr mal gucken, ob es hier noch irgendwas... Ach ja, so ein cooler Warp. So teuer. Wir kaufen mal einen. Und... eine Bratpfanne als Waffe. Ein besserer Degen, aber so teuer. Rüstung. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Na gut. So, hat er das gleich ausgerüstet, habe ich ihn richtig gesehen. Rüstung. Yay, jetzt haben wir ein Tablett als Schild. Ich meine, warum nicht? So, ich wollte aber eigentlich Zauber kaufen. Zauber, 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 Zauber. Zauber, Zauber, Zauber. Gib mir Zauber. So, das hier war, glaube ich, zum Heilen. Ne? Füllt eine Kakao. Yay. Und das hier war Gegengift. Und wir haben nicht genug Geld. Toll. Ganz toll. Zauber. Verbraucht 3 Magiepunkte. Wir haben 16. Okay, können wir uns zumindest 5-mal heilen. Das ist schon mal... das ist doch schon mal ganz nett. So. Dann gehen wir jetzt durch das große, ominöse Tor. Toll. Ein Feld vom Ziel kommt so eine Echse angekrochen und denkt sich, hi, tschüss. Wo war die Tür? Einfach nach oben, oder? Ich habe keine Ahnung, ob wir hier lang sollen, aber ich denke mal, weil wir haben ja jetzt einen Schlüssel, also rennen wir einfach mal, yay, hier durch. Wow. Da ist eine Stadt und da ist eine Fledermaus. Am Tag, außerhalb einer Höhle, bist du für eine komische Fledermaus. Du hast wohl einen Sonnenstich. Dorf? Tarika! Hilfe! Erdbeben? Wow, dieses Erdbeben war enorm. Ja, das war's wirklich. Ein Barmierladen. Wenn hier alles billiger ist, reg ich mich auf. Kostet so genau so viel. Wir haben noch mehr Sachen. Ein Wasserzauber. Und ein Einschlafzauber. Und ich habe immer noch... falscher Knopf. Immer noch kein Geld. Die Kirche wird so sein wie unsere Kirche. Das Innen, ein Shop, wir haben eh kein Geld. Hi, Kind. Mein Großvater behauptet, dass ein großer böser Fisch die Erdbeben verursacht. Mein Großvater ist ja schlau. Ein großer böser Fisch? Bestimmt ein Stinkefisch. Der alte Mann spinnt. Er sagt, ein großer Fisch würde die Erdbeben auslösen. So ein Quatsch. Ich glaube, die Erdbeben werden von einem Riesen ausgelöst. Der Riese ist wütend, stampft auf den Boden und die Erde bebt. Klingt doch logisch, oder? Wenn es in diesem Universum Riesen gibt, ja. Ansonsten, nein. In der Seehöhle ist ein Fisch, der die Erdbeben verursacht. Keiner will mir dies glauben. Ich sehe schon, wir müssen nachgucken. Wow, eine Taverne und ihr seht voll gleich aus, ihr beiden. Hallo, was wünschst du? Füllt Angriff während eines Kampfes auf und füllt HP im Menübildschirm auf. Aha, 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 aha. Wow, Apfelsaft ist aber teuer. Ich habe kein Geld.
Hey Maxim, ich wusste nicht, dass du ein Tariqa bist. Doch, bin gerade angekommen. Kennen wir uns? Hier gibt es guten Tee. Tee ist gut für die Gesundheit und verleiht neue Kräfte. Aha, ich bin so blöd, die Tür rauszugehen. Ja, hier haben wir noch ein großes Haus. Du siehst irgendwie wichtig aus, du Haus. Hi, bist du der Bürgermeister oder so? Entschuldige. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen. Diese Erdbeben, jeden Tag, das kann einen ganz schön schlauchen. Ich bin so müde, muss mich kurz hinlegen. Am besten hier auf den Stuhl. Oh nein. Wow, er ist wirklich ins Bett gelaufen. Und jetzt schläft er. Okay, dann schlaf mal schön, alter Mann. Hallo, kleines Mädchen. Wusstest du, dass ein großer Fisch die Erdbeben verursacht? Ja, sagt mir quasi jede Person hier in der Stadt. Im Norden ist die Seehöhle, da soll ein großer Fisch leben. Der alte Mann erzählt den Kindern, dass der große Fisch in der Seehöhle die Erdbeben verursacht. Die Kinder fangen an, ihm seine Märchen zu glauben. Ich glaube, wir sollten in die Seehöhle gehen. Wie ich darauf komme? Ich habe keine Ahnung. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nehmen wir mal an, die Seehöhle ist das hier. Seehöhle. Yay. Allerdings fange ich jetzt keinen Dungeon mehr an in diesem Part. Ich würde sagen, ich werde offscreen ein bisschen... Da unten ist auch noch was. Ach, da kommen wir her. Ein bisschen grinden hier. Ein paar Level. Vielleicht gucken, dass ich ein bisschen Geld zusammenkriege, ein paar Zauber kaufen kann. Damit wir im nächsten Part dann etwas besser gerüstet uns in diese Seehöhle begeben können und den Erdbebenfisch suchen. Wie auch immer, wir werden sehen, ob es wirklich ein Fisch ist. Oder vielleicht ein Riese. Oder etwas ganz anderes. Wie auch immer, seid gespannt. Ich bin es auch. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.